Sag mal, Stefan, was machst denn du da schon wieder? Ich bereite mich auf die Sommersaison vor, siehst du doch. Und ich habe gerade Breakbälle. Könnte was werden. Komm jetzt an schönen Longline. Jawohl. Aber wo wir gerade beim Seitenwechsel sind, da fällt mir eine richtig gute Idee für einen Vlog ein. So, Leute, ich habe mir erstmal was zu trinken geholt. Cheers auf euch. Und genau das ist heute auch das Thema. Und zwar, es geht um Ernährung während eines Tennismatches. Primär um Getränke, aber auch um Snacks. Denn vielleicht haben das viele von euch schon mal beobachtet im Fernsehen. Die Profis, die haben immer mindestens ja, zwei verschiedene Getränke zur Hand, eher sogar mehr. Nehmen dann immer während des Seitenwechsels zwei, drei kleine Schlücke, bevor es dann weitergeht. Jetzt werden viele von euch sagen, das sind ja auch Profisportler, die müssen ja auch auf ihre Ernährung achten. Aber auch wir als Amateurspieler können uns da was abschauen, und für diejenigen von euch, die Interesse haben und sagen, hey, da möchte ich mal was ausprobieren und ich möchte vielleicht noch so die letzten paar Prozente rauskitzeln und den entscheidenden Vorteil haben im dritten Satz, ja, für die habe ich ein paar Tipps und Tricks parat. Die alles entscheidende Frage ist ja, was muss drin sein im perfekten Sportgetränk? Und ich habe mich vor ein paar Jahren schon mal damit beschäftigt, weil ich eigentlich nur wissen wollte, was trinkt ein Federer im Seitenwechsel oder ein Nadal, was ist da drin? Da habe ich ein bisschen im Internet recherchiert, auch ein paar interessante Sachen und auch Rezepte, nenne ich es mal, gefunden. Die möchte ich euch heute definitiv mit an die Hand geben. Doch bevor wir die Frage beantworten können, welche Zutaten da drin sein müssen, müssen wir uns ja erstmal mit der Frage beschäftigen, was verbraucht unser Körper überhaupt während eines Tennismatches? Wie viele Kilometer laufen wir überhaupt? Wie viel Energie verbrauchen wir? Welche Nährstoffe sind wichtig? Und da habe ich mal ein paar Daten vorbereitet, sowohl von mir als auch von ein paar Profi-Matches im Vergleich. Und die schauen wir uns jetzt mal an. Grundsätzlich, und da möchte ich jetzt vorab auch darauf hinweisen, muss man natürlich beim Tennis total viele Faktoren berücksichtigen. Das heißt, wo spiele ich überhaupt? Spiele ich in der Halle? Spiele ich draußen? Ist es sehr heiß? Ist es vielleicht kalt? Haben wir lange Ballwechsel? Ist das Spiel eher aufschlagdominiert? Und all das sind Faktoren, die man natürlich berücksichtigen muss. Und genau um diese Unterschiede zu verdeutlichen, habe ich euch jetzt mal zwei Beispiele mitgebracht. 2018 ist das Schlagwort. Da gab es zwei Matches, die genau diese Unterschiede super widerspiegeln. Und zwar zum einen war das Raonic gegen Isner. Klar, kurze Ballwechsel ist bei den beiden ja schon vorprogrammiert. Die beiden haben fünf Sätze gespielt, was jetzt ja erstmal ja relativ lang klingt und vermutlich auch relativ anstrengend. Aber tatsächlich sind beide Spieler nur im Schnitt 2,35 Kilometer pro Spiel gelaufen. Zum Vergleich dazu, Nadal gegen Khachanov, die beiden haben nur vier Sätze gespielt, also einen Satz weniger, sind aber beide mehr als 5 Kilometer pro Spiel gelaufen, also mehr als das Doppelte von Isner und Raonic. Und dann habe ich noch ein Beispiel von mir selber mitgebracht, und zwar aus dem letzten Sommer. Da habe ich an einem Mannschaftsspiel mein Einzel und mein Doppel mit Hilfe meiner Smartwatch getrackt. Und sei dazu gesagt, es war an dem Tag wirklich sehr, sehr heiß. Deswegen sind die Zahlen wahrscheinlich auch relativ hoch. Ich habe im Einzel 2,5 Stunden gespielt. Das waren drei Sätze. Wir haben den dritten Satz auch ausgespielt. Ich habe verloren am Ende, das will ich jetzt auch nicht verschweigen. Und ich habe alleine im Einzel 1200 Kalorien verbraucht. Das waren 9200 Schritte. Da muss man natürlich immer wissen, bei den Schritten werden natürlich auch die Schritte mitgezählt, die zum Seitenwechsel sind und die ja, man nach den Ballwechseln macht, um sich die Bälle zu holen. Aber dennoch war das sehr viel. Im Doppel habe ich zwei Sätze gespielt, 1 Stunde 20 Spielzeit, habe 5200 Schritte gemacht und 600 Kalorien verbraucht. Das sind dann in Summe ja, 3 Stunden 45 auf dem Platz gewesen, 1750 Kalorien, die ich da verbraucht habe, und 14400 Schritte habe ich da gemacht. Also das mal so. Ja, als Beispiel, was theoretisch an so einem Mannschaftsspieltag mal zusammenkommen kann. Die Flüssigkeitszufuhr während des Matches ist also eigentlich das Wichtigste für uns, denn jeder Liter Flüssigkeit, den wir verlieren, der hat zur Folge, dass unsere Körperkerntemperatur steigt, dass unsere Herzfrequenz dadurch zunimmt. Dadurch wird das in den Muskeln gespeicherte Glykogen schneller verbraucht und letztlich steigt dadurch unsere Milchsäure an, und das führt wiederum zu Krämpfen. Und dabei gilt auch, wenn man Durst hat, ist es meistens schon zu spät. Also immer trinken, egal ob man Durst hat oder nicht.
Ich verwende für mein Sportgetränk eine Prise Salz, denn im Salz sind wichtige Mineralstoffe wie zum Beispiel Natrium, Kalium und auch Calcium enthalten. Darüber hinaus bietet sich eine Mischung aus Fructose, in dem Fall ganz normaler Haushaltszucker, und Glucose an. Das ist Maltodextrin, das bekommt ihr in jeder Apotheke. Und das Ganze mische ich mir im Tee meiner Wahl und fertig ist das perfekte Sportgetränk. Was bietet sich jetzt als passender Snack für den Seitenwechsel an? Die Banane? Tatsächlich nicht. Die enthält zwar viele Kohlenhydrate, die kann unser Körper aber erst 2 Stunden später aufnehmen. Die Banane ist also eher was für vorm Match. Während des Matches macht da die Dattel viel mehr Sinn. Die enthält nicht nur Kohlenhydrate, sondern auch Ballaststoffe und der Zucker gibt uns einen zusätzlichen Energiekick. Da ist aber wichtig, nicht zu viele Datteln essen, immer nur kleine Bissen während des Seitenwechsels. So, das war's für heute. Ich hoffe, ich konnte euch ein paar hilfreiche Tipps mit an die Hand geben. Also bereitet euch gut auf euer nächstes Match vor und bis dahin bleibt auf jeden Fall gesund. Ciao, macht's gut. Advantage You.